Herzlich willkommen zu einem neuen Atari ST Video. Ja, ich habe mir überlegt, ich spiele Arcade-Spiele, denn ich habe so eine Seite gefunden, da war so allerlei von Shareware und Freeware-Games und da habe ich mir überlegt, warum nicht mal solche Spiele? Das sind Spiele aus Anfang der 90er, also ich habe mal was gelesen, einmal mit 91, 94, also so um die Zeit auch des Amigas rum. Und dann habe ich solche Spiele als Image gedownloadet. Also ich werde euch unten die Seite in der Beschreibung mal verlinken. Dann könnt ihr selber mal gucken. Ja, und wie ihr seht, da habe ich hier einmal Centipede, Corps and Rubbers, Galaxian, Megapede und Mine. Das erste Spiel und das dritte Spiel, ja eigentlich die ersten drei habe ich schon ausprobiert. Und Corps and Rubbers würde ich jetzt nicht als ein damaliges Arcade-Spiel dazu zählen. Also zumindest nicht eins, was ich jetzt so nicht kenne, was es mal auf dem Automaten gab oder so, ne? Ja, Megapede habe ich nicht ausprobiert und ich glaube, das ist Minesweeper. Ja, ich habe jetzt hier so einen kleinen Cameo-Auftritt mit meinem Mikro, mit meinem zweiten Mikro von der gleichen Sorte wie mein erstes Mikro. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich jetzt den Mikrofonarm vom ersten Mikrofon jetzt nicht so verbiegen muss, damit man mich gut versteht. Denn es hat auch den Nachteil gehabt, das habt ihr wahrscheinlich in den vergangenen Folgen schon gehört, dass manche Wörter verschluckt werden. Also dieses Problem stellt sich nicht. Und der zweite Grund, dass ich mir überhaupt dieses zweite Mikrofon gekauft habe, einige wissen es vielleicht, also ich bin auch Hobbymusiker. Ne? So unter anderem auch spiele ich gerne Gitarre und da sind zwei Mikrofone manchmal schon recht hilfreich. Ja gut, aber darum soll es ja nicht gehen. Wie das jetzt hier alles hier funktioniert, weiß ich nicht. Also ich habe, wie gesagt, Centipede und Corps and Rubbers und Galaxian schon ausprobiert. Was das E und S hinten bedeutet, weiß ich allerdings nicht. Ja, gut. Dann fange ich jetzt mal mit dem ersten Spiel an. So, ich starte jetzt Centipede. Ach, ich glaube, das lässt sich nicht so starten. Obwohl hier steht Centi High, also ist die Highscore. Viele Spiele oder Freeware und Shareware Games, da muss man immer die niedrige Auflösung wählen. Das bedeutet, also ich gehe jetzt auf Extras. Voreinstellung und sage jetzt geringe Bildschirmauflösung. So, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und dann kann ich das nochmal starten. Also das ist mir hier schon aufgefallen. Also anscheinend muss man öfter mal hier die Auflösung wechseln. Also es macht wahrscheinlich dieses Gem bzw. das TOS, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, macht das wahrscheinlich nicht von selber. So, jetzt muss ich nochmal eben meine Kopfhörer aufsetzen, sonst höre ich selber nichts. Sinister Developments Present. Ich kenne Sinister als Film. Das ist ein guter Schocker. Also wer sowas mag, kann ich nur empfehlen. So, by the way. Okay, ich drücke jetzt mal die lange Taste. Und die Musik wird auch schon ausgefadet. Please select your language. Genau, also wenn ich jetzt Deutsch jetzt nehme, dann kriege ich eben halt Informationen, wenn ich das Spiel vollwertig haben möchte oder welche Vorteile ich dadurch habe, eben halt, wenn ich es dann eben halt registriere und auch wohl auch kaufe. Na, so, Auskunft über Shareware. Dieses Qualitätsprodukt ist während der letzten paar Monate entwickelt worden. Wir haben es vor, weitere Qualitätsprodukte für die Atari ST Computerserie zu produzieren. Diese Produkte werden sehr preiswert sein.
Die Anmeldegebühr für Centipede ist 5 Pfund Sterling. Wenn man für dieses Produkt registriert, garantiert man die Produktion der Software von Sinister Developments in Zukunft. Aha. Alle eingetragenen Benutzer werden unser nächstes Produkt bekommen, bevor es herausgebracht wird. Ja, ne? Das ist eben halt der Vorteil. Ich glaube, da steht nochmal was und dann, glaube, dann geht's los. Der 68000 Assembler Search Code für dieses Programm steht auch zur Verfügung. Wenn Sie die Quelle bekommen möchten, sollten Sie uns die Anmeldegebühr von 10 Pfund Sterling schicken. Vorschläge für zukünftige Produktionen bekommen wir auch gern. Vielleicht werden wir uns zwar entscheiden, Ihre Idee zu benutzen. Bitte stellen Sie alle Checks aus Auslandsweisungen, wahrscheinlich auf Sinister Developments, aus. So, Downfield in Place, Edinburgh. Ah ja, doch, siehste, da alles in England, deswegen auch die 10 Pfund Sterling. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Drücken Sie bitte an die Taste, Ihre Mama. So, ich meine, sieht ja schon schön aus, ne? Und die Musik finde ich auch cool. So, F1 bis F5 Start Game. Also F1 ist easy, okay. Und dann F5 ist dann hard. Mit F9 kann ich die Highscore speichern und mit F10 kann ich das Spiel quittieren. Oh, da stand eben was mit Maus, also dass ich mit Maus wahrscheinlich das Ganze steuern kann. Ja, und dann sehen wir auch Centipede Hall of Fame. Okay. Gut. Dann lege ich mal los. Ich muss mal das Mikrofon mal eben anders positionieren. Jetzt muss ich mich näher ran, sonst. Ja. Okay, also. Also richtig gespielt habe ich es nicht. Ich habe es wirklich nur gestartet und. Okay. Also ich kann mit der Maus auch hochgehen und wieder runtergehen. Oh, jetzt muss ich aber schnell sein. Oh boy. Alles klar, gut. Aha, die dürfen mich auch nicht erwischen. Centipede kenne ich tatsächlich auch auf dem Atari 2600. Darüber kenne ich es auch nur. So. Game over. Gut, da oben rechts sind meine Leben. Meine Highscore war was von 1000. Ja, das war jetzt zu schnell. Stehe ich denn schon vielleicht drin? Achso. Ach, ich habe jetzt nur Mausklick gemacht, ne? Jetzt drücke ich aber auf F1. Dann dürfte es vielleicht nicht ganz so schwer sein. Naja, wohl. Das ist aber schnell unten, ey. Boah. Also das fühlt sich aber schon wie fast hart an. Oh. Oh. So. Also da, wo das helle Grün ist, so hoch kann ich dann gehen. Ach Mist. Ja, okay. Gut, please try again, aber na klar. So, erstmal hier das Ball schießen. Also ich glaube, da ist es so auf dem Atari 2600 ja auch noch einfach, oder? Wie schaltet das so schnell? Also vielleicht. Oh, was ist das denn? Oh! Also, da ist mir sehr, sehr viel los. Also, eine Chance gebe ich mir noch und dann starte ich das nächste auch. So. Oh, nee. Ach, Moment. Kann ich dem ja nicht sogar ausweichen? Ich muss ja nicht unbedingt alles zwanghaft hier abschießen, oder? Her, dass ich mal Centipede gespielt habe. Okay, jetzt kommen die wieder. Oh. Also weiter runter kann ich nicht. Also das ist das Niedrigste, was ich machen kann. Also jetzt, ne? Also hier, so, seht ihr? Das ist das, was ich... Oh, ja, wunderbar.
Also ein Leben ist noch da. Boah. Ja. Also für mich persönlich ein bisschen zu schwierig. Ja gut. Aber ich darf nicht eintragen. Ah, guck mal. Aha. So. Wo ist denn das Y hier? Ach, jetzt habe ich nur groß gemacht, ne? Ja, Großschreibung. Okay. Und jetzt, hinter. So, mal gucken. Bin ich auf Platz 1? Hm. Also ihr könnt jetzt die Highscore jetzt auch saven. Das werde ich wohl nicht machen. Na, komm, switch auf mich. Wir wissen, auf welchem Platz ich bin. Und wie viele Punkte vor allem ich gemacht habe. Boah, 150.000. Oh, ich sehe mich schon ganz unten, wa? Ja, mit 4.646. Ach ja, 4.646. Na, guck mal. Ja gut, jetzt F10. Ich gehe mal wieder raus. Das war Centipede. So, Cops and Robbers lasse ich jetzt mal aus, weil ich kenne das jetzt so als Arcade-Spiel nicht. Zumindest nicht auf dem Automaten. Das können wir uns gerne mal in einer anderen Folge mal angucken. So, Galaxien. So, dann. Da habe ich eben auch eine Save-Datei gesehen. Das heißt also auch, die Highscore wird da auch gespeichert. So, gut, der läuft. Läuft. Oh Mann. Hm. So, was haben wir jetzt hier? Ach, wieder. Sinister Development. Present. Gut, dann drücke ich jetzt schon, das haben wir ja schon gesehen, drücke ich schon jetzt mal die lange Taste. Okay, Galaxien, please select a language. Ach, jetzt kommt wahrscheinlich wieder das gleiche. Na, diese, ja genau. Jetzt ein paar Monate entwickelt worden. Okay, ich kann es nicht abkürzen, ich muss es wahrscheinlich lesen. Ja, das, was ich vorhin schon gelesen habe. Oder muss ich das Knopf drücken? Aha, wenn ich Maus. Ach, Maus habe ich schon. Joystick drücke. So, lange Taste, hat funktioniert. Nee, jetzt muss man sich ein bisschen durchlesen. Also, das machen die eigentlich so einfach. Vielleicht muss man seine 20, 30 Sekunden warten. Ja, genau. Jetzt geht's erst. Okay, F1, One Player Start. F2, Two Player Start. Dann kann man es auch mit Tastatur spielen. Also cool. Dann F4 die Options. Ja, genau. Ich kann also auch, wie ich schon gesehen habe, da im Ordner kann ich auch die Highscore speichern. Und F6 die Demo. Und mit F10 kommt man wieder raus. Das finde ich immer ganz gut, wenn man immer spielt, wo man auch wieder raus kann. Und man muss dann nicht den ganzen Atari bzw. welches System auch immer neu starten. Okay. Was war denn mit F1, ne? Mal sehen, wie schwer das jetzt ist. Also mit links und rechts. Und ja, wo das. Oh, okay. Ja, das wirkt so vom Tempo her so okay. Also oben sind die Leben zu sehen, also diese Schiffe. Ja, eins habe ich ja schon verwirkt. Oh. Und dann noch eben halt die Punktzahl. Also ganz, ganz einfach gehalten. Oh.
Ah, ja, okay. Ich habe nicht mal das erste Level geschafft. Eieieiei. Aber die Schüsse kommen auch hintereinander, sodass man schlecht, glaube ich, da unterherhuschen kann. Also am besten, glaube ich, ganz nach links oder rechts ausweichen, so wie jetzt hier. Ah. Ja gut, das ist ja mal gut gelaufen. Also der Schuss auch, den ich jetzt, also wenn ich jetzt auf den Feuerknopf drücke, auch wenn ich jetzt, ich drücke ja nun halt hintereinander, aber der Schuss ist langsam. Also 1, 2, 3, also ob ich jetzt so mache oder so im Takt, kommt dasselbe raus. Oh! Einmal möchte ich das schaffen. Also wer harte Spiele mag, also Arcade-Spiele, der ist mit Sinister gut bedient. Also sie wirken im Allgemeinen, also sehen schön aus, aber sind schwer zu spielen. Oh. Man weiß ja auch nicht, wie die jetzt gerade fliegen. So, man, der geht ja richtig rüber, von links nach rechts. So, das war jetzt mal langsamer. Concentration. Ah, ich drücke trotzdem immer hintereinander auf den Mausknopf, aber bringt mir eigentlich nichts. Komm, einmal will ich das schaffen. Zumindest das erste Level. Ach, ich hätte man mal machen sollen hier F5. Bei Centipede mal sehen, wie schwer es dann geworden wäre. Ach, schade. Ach, sag bloß, ist ja schon Game Over. Nee, einen habe ich noch. Oh. Ja, jawohl, ich hab's geschafft. Yes. Oh. Vielleicht könnt ihr es so ungefähr nachempfinden. Aber schade, dass der Schuss so langsam ist. Der ist wirklich sehr träge. Ah, ja, verwirkt. Ach, die Fahnen, das sollen wahrscheinlich die Level bedeuten, ne? Okay. Ich kann mich aber wenigstens schon mal eintragen. Ah, ich kann nur nach links, aber nicht runter. Also nach. Kann ich mit der Maus das auch machen? Nee. Jetzt muss ich wieder ganz nach links gehen, nur um das A zu. Nein. Ach, ist auch egal. So. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Oder kann ich das eigentlich auch so eingeben? Nee, mit Tastatur geht nicht. Ach, ich hätte auch nach links gehen können. Das hätte es sogar einfacher gemacht. Ja. Ich will mal jetzt mal auf ganz schwierig machen. Aber ich glaube, das konnte ich gar nicht, ne? Konnte ich die Schwierigkeit eingeben? Ich warte, bis er umswitcht, oder? Hier ist meine lange Taste. Doch, da meine lange Taste. Nee, Schwierigkeit kann ich nicht eingeben. Was ist, wenn ich auf F4 drücke? Da, normal Screen, CPU, Timer auf, Sound, okay. Ah, ich kann die Leben sogar hochsetzen. Wie hoch kann ich denn? Ja. Und ich habe auch auf Easy. Jetzt mache ich mal hier auf Hard. Oh, das wird spannend. So. Nee, die Preferences werde ich nicht speichern. So, jetzt wird es spannend. Mal sehen. Okay, ich habe aber genug Leben. Und die sind wahrscheinlich auch bitter nötig. Ach ja, ich kann ja nicht so schnell schießen, stimmt ja. Übrigens spiele ich mit einem Arcader, mit dem blauen. Also für Hard komme ich ziemlich weit. Ich habe eigentlich schon gedacht, die Leben verwirken so hintereinander. Oh wei.
Oh. Okay, gut. Ich hab wieder zu laut darüber gesprochen. Oh. Also hier, mit dem Makeda spiele ich und ich zeige euch das mal hier. Ich drücke jetzt ganz oft auf den Schuss und ihr seht, er schießt langsam. Präge. Also muss immer so schießen. Na komm. Ja. Wenigstens das erste Level, wie ich es geschafft haben. Also mit den beiden Leben, die ich noch zur Verfügung habe. Jawohl. Oh! Ja, da hast du keine Chance, echt nicht. Oh. Gut, Game Over. Wie war es mit F10? Kommt mal wieder raus, ne? Kommt man jetzt wieder raus? Ja, man kommt wieder raus. Das Tolle hier finde ich beim Atari ST hier, also hier bei dieser Game-Oberfläche, wenn ich auf das X drücke, dann geht da nämlich ein Ordner wieder zurück. Das finde ich ganz praktisch. So, jetzt gucken wir uns mal Mega Pete an. Und ich würde jetzt sagen, das ist erstmal das Letzte. Oder vielleicht, naja, guck mal, wie lange ich für alles brauche. Vielleicht mache ich meinen auch noch. Dann habe ich dann die ganze Diskette dann auch abgedeckt. Okay. Und wenn es euch interessiert, gerne zeige ich euch gerne auch die anderen Spiele. Sowas wie Cops and Robbers. So. Das Spiel ist von 1992 von Robert Dittmeier. This program is shareware. Please distribute freely. Please wait loading data. Register me. This version of Megapete is not registered. So, this annoying message. Ah, weiter konnte ich nicht lesen. Okay, mit Escape kann ich das Spiel verlassen. Mit Q quittiere ich das Spiel. Und ja, P wie Pause. Ja, ja, viel hat man da nicht. Nur einen Mausknopf, den man benutzen muss, einen Joystick. Und F1, da kann ich den Sound. Also, na gut, aber hier steht der Megapixel-Man. Na, ah ja, gut. Wer mich kennt auf meinem Kanal, der weiß, die englischen Kenntnisse sind mir jetzt nicht so gegeben. Ah ja, gut. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wichtig. So, ich bin jetzt hier unten und kann auch tatsächlich mit Joystick spielen. Wie weit kann ich nach oben gehen? Okay, das finde ich jetzt viel wesentlich angenehmer vom Tempo her. Als von Sinister. So ein bisschen so vom Sound her kommt das auch mehr so den Atari 2600 näher dran. Was soll dieses Dot denn sein? Ach, wahrscheinlich, wenn ich das auslöse, dann ja. Mal sehen. Also das. Ja, ich glaube, es war ein Fehler, dass ich die alle schon weggeballert habe. Also es sind nicht unbedingt Gegner, sondern eher so eine Hilfe. Oh, jetzt wird es schneller. Genau, jetzt gehe ich nach oben. Aber da muss ich sagen, da ist mir Megapeter ich tatsächlich lieber. Oh. Okay. Oh, meine Güte, jetzt wird es auch schnell. Ja, es wird ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Ja, gut. Soll nicht sein. Okay, da steht es nochmal. F2, Child Mode, Adult Mode. Oh. Was ist denn Child Mode? Ist jetzt aktiv? Was auch immer ich da jetzt gemacht habe.
Ach, das wollte ich gerade eben nicht machen. Ich wollte mal sehen, was passiert. Ich warte mal, bis der Wurm ein bisschen weiter runter ist. Er schießt mal die ganzen Pilze mal hier weg. Ich will einfach nochmal sehen, was passiert. Habe ich vorhin auch schon den Schaltmodus gespielt? Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wahrscheinlich ja, kein Blut gezeigt wird oder so. Aber hatte ich ja vorhin ja auch nicht gehabt. Ah, und. Geht da rein, und was passiert? Aha! Ach, daraus entstehen neue Pilze, wenn die dagegen knallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Aber das gefällt mir gut. Robert, hast du gut gemacht. So, ich warte mal, bis der jetzt runtergeht, weil ich will das mal sehen, was jetzt passiert. So, und nun? Und jetzt? Aha, siehst du? Aha. Das war nämlich eigentlich ein Fehler, dass ich die eben alle abgeschossen habe. Und gerade wenn es dann schwer wird, dann sind die eine große Hilfe. Also das ist ein Spiel, das kann man sich geben. Und ich glaube, das war auch Freeware. Also keine Frage, die Grafik, die war gut bei Sinister, aber hat mir halt nicht. Also dann, ja, habe ich ja schon gesagt, da ist mir das hier lieber. Also gefällt mir das besser. Ach, ich glaube, jetzt weiß ich, was wahrscheinlich mit Child Mode wahrscheinlich. Vielleicht ist es dann jetzt ein bisschen ein. Oh. Was ist, wenn ich jetzt Adult Mode mache? Das ist den Erwachsenenmodus. Okay, mal sehen, was passiert. Ja, also die Grafik ist ja quasi dieselbe. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es sch schneller schwieriger wird oder so. Ausgelöst. Oh, jetzt aber. Ah! Schnell hoch. Oh. So, da. Rast da rein. Oh. Aber es hat was. Also mir gefällt's. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich auch schneller auf den Mausknopf drücke, dann geht auch der Schuss auf den Tick schneller. Als wenn ich jetzt so mache. Oder ich drücke jetzt so, naja, minimal schneller. Ja. Okay, F8 Set Level, F9 50 Hz, F10 60 Hz. This game is shared, please distribute everywhere. Ja. Also das Spiel hat der Robert gut gemacht. Doch, gefällt mir. So ich cool wie Quit Game. War doch cool, ne? Wie komme ich denn nochmal? Nein, 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 nein. Ach, Escape war das, ja, genau. So, komm. Wenn wir schon dabei sind, dann mache ich jetzt auch noch meinen. Ja, genau, das ist das Minesweeper, wie man es eben halt von Windows 95, 98 kennt. Ich meine, bei Windows XP gab es da noch oder nicht mehr? Naja, man muss ja irgendwie ver. Wie war das denn noch? Oder spiele ich das mit? Doch, mit Maus. Man muss ja anhand der Zahlen sich immer den Bomben nähern. Aber warum geht das nicht? Ach, ich muss da wahrscheinlich hier. Game, Start, Easy, alles klar.
Ah, da war eine Bombe. Tough luck, sucker. You hit a bomb. Game over. Ich glaube, tough steht, glaube ich, für ein brutal. Für Luck, für Glück. Und sucker. Ja, ich weiß nicht, ob das ein böses Wort ist. Aha, da waren die ganzen Bomben. Und ich meine, dass immer je näher, also eine Zahl ist 2. Und wenn da ein, nee, 3, okay, weiter weg. Hier müsste jetzt eine 1. Na, da war schon eine Bombe. Naja, wie gesagt, also meine Mutter hat es immer gespielt. Ja. Vielleicht kann sie es mir nochmal erklären. Also 10 Minen sind da. Deswegen heißt sie auch Minesweeper. Und anhand der Zahlen kann man sich irgendwie drumherum klicken. Man darf nur nicht auf eine Mine klicken. Dann ist das Spiel vorbei. Gut. Was mir ja sehr gut gefallen hat bei der Ausgabe, dass man bis jetzt bei allen Spielen rausgehen konnte. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Und gerne mache ich eine Serienfortsetzung, weil ich hatte nämlich noch einiges da. Und wenn auch gewünscht, gerne zeige ich euch auch nochmal Cops and Robbers. Ja. Gut. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.